Hi Leute, willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. In diesem Video reden wir über die besten Settings, die ihr in Fortnite in Chapter 4 Season 3 haben solltet. Hierbei geht es nicht nur um die Empfindlichkeit und um die Keybinds, sondern auch um die Grafik-Settings für viel FPS. In diesem Video zeige ich euch einmal die besten Settings, die ihr haben solltet in Fortnite. Mein letztes Settings-Video ist schon über ein Jahr her, deswegen dachte ich euch, auch weil ich einige Kommentare gesehen habe, die nach meinen Settings gefragt haben, dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal eine Update-Version von den besten Settings. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr könnt auch meine letzten Videos abchecken. Auf dem Kanal wird jetzt demnächst öfter was kommen, denke ich, deswegen lasst gerne ein Abo da und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Settings findet oder was ihr vielleicht anders machen würdet. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Video und let's go! So, bevor wir zu den Ingame-Settings kommen, gehen wir erstmal zum Epic Games Launcher, dafür müsst ihr Fortnite schließen. Das Ganze könnt ihr aber auch nur auf dem PC machen, nicht auf Konsole. Dann müsst ihr auf Bibliothek gehen, hier auf Fortnite, bei Fortnite auf die drei Punkte gehen, dann auf Optionen. Ihr könnt dann einige Sachen auswählen, zum Beispiel könnt ihr hier auswählen, was ihr im Spiel haben wollt. Wenn ihr Resident Evil spielt, könnt ihr das hier anhaben, das mache ich manchmal für V-Bucks. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr hochauflösende Texturen ausmacht. DirectX 12 Shader, wenn ihr nicht auf DirectX 12 spielt, sondern auf Performance Mode werden ja die meisten spielen, dann macht ihr das auch aus. Und kosmetisches Streaming deaktivieren müsst ihr anmachen. Das bedeutet, dass die Skins, die geladen werden müssen, runtergeladen werden und nicht über online gestreamt werden müssen. Das heißt, ihr habt ihr dann auch viel mehr FPS. Also übernehmt so die Settings, dass ihr die beiden Sachen hier ausmacht und das hier anmacht. Und dann sind wir schon fertig mit dem Epic Games Launcher Option. Dann drückt ihr hier auf Übernehmen und jetzt gehen wir in Fortnite rein und machen weiter mit den Grafik-Settings und weiteren Settings. So, gehen wir jetzt also in die Ingame-Settings. Wir fangen hier natürlich an mit den Grafik-Settings. Also fangen wir an mit der Anzeige, mit dem Fenstermodus. Ihr müsst ja auf jeden Fall Vollbild anhaben. Kann sein, dass ihr Probleme habt oder so und deswegen Vollbild im Fenster spielt. Aber jedes Problem kann man da fixen und ihr müsst auf jeden Fall Vollbild spielen, weil das deutlich mit der Performance hilft. Also guckt euch da irgendwie ein Tutorial an, wenn ihr da Probleme habt. Aber ihr müsst auf jeden Fall Vollbild spielen. Auflösung habe ich halt eine Stretch Resolution, das habe ich ja in meinem letzten YouTube-Video gezeigt, könnt ihr euch gerne angucken. Dann V-Sync macht ihr aus, dann der FPS-Grenzwert macht ihr eine Stufe höher als euer Monitor. Ich habe jetzt einen 240Hz-Monitor, deswegen müsst ihr eigentlich 360 FPS spielen, aber das ist ein sehr großer Unterschied, deswegen spiele ich auf 240. Aber wenn ihr jetzt 144Hz habt, dann spielt auf 160 FPS zum Beispiel. Dann zum Rendering-Modus habe ich natürlich Performance-Mode an. Kann passieren, dass bei einigen von euch, das hatte ich früher bei meinem alten PC, dass DirectX 12 oder DirectX 11 besser läuft als Performance-Modus. Das kommt zum Beispiel bei AMD-Grafikkarten eher vor. Wenn ihr das habt, dann spielt auf DirectX 11 oder X12. Aber wenn nicht, dann würde ich euch auf jeden Fall Performance-Mode erzählen. Aber hier gibt es gleich auch noch mehr Settings, die man nur bei den anderen DirectX einstellen kann. Das zeige ich euch gleich noch. Dann, was ihr hier habt, ist eigentlich euch überlassen. Das ist ziemlich egal. Und hier macht ihr 3D-Auflösung natürlich auf 100%. Hier alles auf aus oder nah oder niedrig. Und Bildfrequenz anzeigen könnt ihr auf anmachen. So, jetzt gibt es aber noch was, das viele nicht wissen. Es gibt nämlich noch sozusagen geheime Settings, die man nicht bei Performance Mode einstellen kann. Das sind Settings, die gibt es nur bei DirectX 11 oder 12. Und die könnt ihr bei Performance Mode nicht einstellen, aber die beeinflussen trotzdem euer Game, auch wenn ihr Performance Mode anhabt. Um die ändern zu können, müsst ihr jetzt mal auf DirectX 11 oder X12 gehen. X12 habe ich ja deaktiviert. Dann müsst ihr auf Anwenden drücken und dann euer Spiel restarten, damit ihr das Ganze ändern könnt. So, wir sind jetzt auf DX11. Ihr seht, es gibt schon einige mehr Settings hier unten. Hier oben bleibt erstmal alles gleich, wir müssen nur hier etwas ändern. Dann macht ihr hier Anti-Aliasing und Super-Auflösung auf Aus. Dann sind die Sachen hier automatisch auf 3D-Auflösung auf 100%. Hier macht ihr wieder alles auf Aus, Nah oder Niedrig. Und jetzt gibt es hier unten noch zum Beispiel die Nvidia Reflex Low Latency Einstellung. Hier würde ich euch empfehlen, entweder An- oder On-Plus-Boost zu machen. Ich habe On-Plus-Boost an. Das geht aber auch nur, wenn ihr eine Nvidia-Karte habt. Also einige Settings, die es hier gibt, zum Beispiel Nvidia Reflex Low Latency, die gibt es bei Performance Mode nicht, aber die beeinflusst trotzdem das Spiel auf Performance Mode. Also übernehmt hier die Settings, wie ich sie habe und dann könnt ihr wieder Performance Mode reinmachen und das Spiel wieder kurz restarten. So, wir sind jetzt mit den Grafik-Settings fertig, fangen wir jetzt mit den Spieleinstellungen an. Die Sachen sind hier eigentlich alle recht selbsterklärend. Beim Klettern habe ich Springen halten an und Türen automatisch öffnen habe ich an. Dann zum Wechsel mit Waffe am Boden halten habe ich auch an, dann könnt ihr direkt eine Waffe aufheben, ohne dass ihr sie aus dem Inventar droppen müsst. An die richtige Stelle dann tun. Dann gibt es hier die Einstellung bevorzugt Inventar-Slots, dann könnt ihr hier einstellen, wie euer Inventar aufgebaut werden soll. Und dann müsst ihr nicht immer alles einsortieren, das habe ich so gemacht. Und Verbrauchsgegenstände rechts einsortieren habe ich auch auf an, das ist auf jeden Fall recht hilfreich. Dann Vorbearbeitung deaktivieren habe ich aus, das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist, dass ihr, also wenn ihr das anhabt, könnt ihr keine Pre-Edits machen. Ich habe es aus, dann könnt ihr erstens Pre-Edits machen und zweitens ist das auf jeden Fall vorteilhaft fürs Editen, weil dann könnt ihr besser und schneller editieren. Weil es dabei noch andere Mechanics gibt, von denen wir nichts wissen. Wenn ihr es aus habt, dann habt ihr auch generell Vorteile beim Editieren. Zum Beispiel gibt es nicht unbedingt so oft den Edit-Bug und auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, das auf auszustellen.
Turbo bauen natürlich an. So kommen wir zu Edit on Release. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen auszumachen. Falls es noch irgendwer von euch anhat, macht das auf jeden Fall aus. Es ist zwar gut, um schnell editieren zu können, aber alle Pros haben es auf aus, weil es einfach viel mehr Vorteile gibt, wenn man es aus hat. Man kann viel besser Peaks machen, was viel wichtiger ist. Deswegen macht das auf jeden Fall hier aus. Dann gibt es hier noch Nvidia Highlights und Umgebungsbeleuchtung. Wenn ihr das habt, macht es auf jeden Fall auf aus. Das würde euch auch mit FPS helfen. Und die Wiederholungen macht ihr alle auf aus, weil das einfach FPS zieht und eure Performance verschlechtert ohne Grund. Also macht das auf jeden Fall aus. Und Energiesparen macht ihr auch beides aus. Und dann sind wir fertig mit den Spieleinstellungen. So, kommen wir zu den HUD-Settings. Hier ist euch eigentlich selber überlassen, was ihr einstellt. Ich habe mein Fadenkreuz so eingestellt. Und mein HUD habe ich auf 65%, aber das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Hauptsache, es ist nicht auf 100, weil das ist schon sehr groß. Also, ja, macht es irgendwie ein bisschen tiefer. Also, sonst ist euch überlassen. Dann diese Seite hier können wir weglassen, die ist für uns nicht wichtig. So, kommen wir zu den Sensitivity-Settings auf Maus und Keyboard. Eines der wichtigen Sachen. Ihr müsst bedenken, dass ich 1600er DPI spiele. Deswegen ist meine Sense so low. Also würde ich 800er DPI spielen, was die meisten von euch haben werden. Dann wäre meine Sense 5,0. Also bedenkt das. Dann hätte ich hier beides 5,0 stehen. Aber ich spiele auf 1600er DPI. Also bevor ihr eure Settings ändert, solltet ihr auf jeden Fall herausfinden, was für eine DPI ihr benutzt, damit ihr das gut einstellen könnt. Ja, und ich würde euch empfehlen, hier eine recht low Sense zu spielen. Also wenn ihr auf 800er DPI seid, würde ich euch irgendwo zwischen 5 und 8 empfehlen, also dass ihr nicht zu eine hohe Sense spielt, weil Low Sense auf jeden Fall sehr stark ist in Fortnite. Und seitdem es hier unten diese neuen Settings gibt, ist das auch noch besser, weil hier könnt ihr einstellen, dass ihr einen Multiplikator habt im Bau- und Edit-Menü. Ihr habt hier zum Beispiel 2,5, wenn ihr normal rumaimt. Und wenn ihr dann aber im Baumenü und Edit-Menü seid, dann wird eure Sense automatisch schneller. Und dann könnt ihr hier bei den beiden Sachen unterschiedliche Empfindlichkeiten haben. Und das ist auf jeden Fall sehr stark, das werde ich euch auch gleich noch zeigen. So, beim Score habe ich 35%, das ist auch recht euch überlassen. Ich würde da irgendwo zwischen 20 und 40 oder sowas machen. So, dann könnt ihr hier Eingabemethode auf Maus fixieren anmachen, falls ihr irgendwie Controller angesteckt habt oder so. So, dann kommen wir auch zu einer neuen Setting, die es im letzten Video noch nicht gab. Hier könnt ihr nämlich Double Movement Settings jetzt in Fortnite selber einstellen. Macht dafür das Ganze hier auf an. Und ich habe das hier auf 65. Das könnt ihr auch irgendwo zwischen 60 und 80 machen oder so. Ich finde das Beste ist 65 und die beiden Sachen lasst ihr einfach gleich. Und das war es auch schon mit den Sensitivity-Einstellungen. Ich werde euch das Ganze jetzt noch kurz in-game zeigen, wie das hier ist mit der Sensitivity. Ja, also ihr seht schon, wenn ich mich jetzt hier nach rechts oder nach links bewege, bewege ich mich mehr, als ich eigentlich sollte. Das liegt an Double-Movement-Einstellungen. Seht ihr auch hier, dass ich komplett seitwärts laufen kann, dabei bauen kann. Wir können das Ganze jetzt mal testweise umstellen, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Sagen wir, ich hätte jetzt hier 82 drin. Dann könnte ich gar nicht mehr sprinten, wenn ich auch zur Seite drücke. Dann will ich aber noch mehr seitwärts laufen. Ihr seht ja, wie extrem das hier ist. Also ich würde euch empfehlen, das auf 65 zu machen. So, und dann kommen wir zu der Build and Edit Sense Multiplikator. Ich werde jetzt mal mit meiner Maus nach links und rechts gehen. Seht ihr hier, wenn ich jetzt das mache im Baumenü und genau dieselbe Distanz mache, dann bewege ich mich mehr als ohne. Das liegt an diesem Multiplikator. Das heißt, ich kann so beim Rumlaufen, zum Beispiel mit einer Shotgun, diese Sense hier haben. Aber wenn ich dann ins Baumenü gehe, wird die Sense höher und dann kann ich besser bauen. Also auf jeden Fall nutzt diese Einstellung. Ich sehe, dass viele Leute das immer noch nicht machen, weil es eine neue Einstellung ist. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen. Aber das ist auf jeden Fall ein Game Changer und sehr, sehr gut, um zum Beispiel gute Shotgun-Aim und schnelle Mechanics haben zu können. So, bevor wir dann zu den Keybind-Settings kommen, gehen wir jetzt noch kurz auf die Audio. Das ist nicht so wichtig. Ich würde euch aber empfehlen, die Soundqualität auf niedrig zu stellen, 3D-Kopfhörer auf anzustellen, weil es einfach den klassen Sound gibt. Bei den Untertiteloptionen macht ihr alles hier auf das Niedrigste, weil euch das am meisten FPS wiedergeben wird. Ist aber nicht so eine große Sache. Und dann Soundeffekte visualisieren würde ich euch empfehlen, auf anzumachen, weil ihr dann einfach viel besser hören oder sehen könnt, wo Gegner sind. Und auch da Steps angezeigt werden, die man sonst vielleicht übersehen würde. Und ja, dann kommen wir jetzt zu den Keybinds. Das Wichtigste wahrscheinlich auch, warum ihr das Video hier anguckt. So, ich habe hier schon mal direkt was eingestellt, was viele nicht haben werden. Und da könnt ihr auch selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich habe hier statt D habe ich Q, damit ich einfach mehr Platz auf dem Keyboard habe. Das heißt, ich gehe nach rechts mit Q und nicht mit D. Das heißt aber, dass ich einen Finger mehr frei habe und wenn ich zum Beispiel nach rechts gehe, kann ich dabei jetzt editieren, was ich vorher nicht kann. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Also normalerweise, wenn ich auf D habe, müsste ich ja D drücken, dann runtergehen auf E oder F und dann wieder auf D drücken. Aber dadurch, dass ich das so eingestellt habe, kann ich jetzt nach rechts gehen und dabei editieren. Ich kann euch das mal zeigen. Kann ich so machen. Dann kann ich auf jeden Fall auch die Wall so seitwärts editieren, was man normalerweise nicht machen kann. Was auf jeden Fall ganz nützlich ist. Sagen wir, hier ist zum Beispiel ein Gegner vor euch. Und dann könnt ihr hier rüber bauen und beim Editieren könnt ihr hier schon weitergehen. Also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil beim Movement. Aber ich verstehe, dass die Einstellung für manche vielleicht komisch ist. Deswegen, das müsst ihr nicht machen. Das ist dann auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es dauert auf jeden Fall seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat.
Aber wenn ihr das nicht wollt oder nicht die Zeit habt, so viel in vorne reinzustecken, dann spielt ihr einfach WASD. Aber ich habe das hier so. So, dann Sprint habe ich auf Feststelltaste und Ducken habe ich auf linke Umschalttaste, also auf Shift. Aber das ist nicht so wichtig. So, dann habe ich Nachladen auf 4, Benutzen auf Mausrad hoch. Dann kann ich einfach Sachen aufheben, da ich das mit dem Mausrad hoch mache. Was auf jeden Fall dafür sorgt, dass ich schon viele 50-50s auf Spawn gewonnen habe. So, dann habe ich hier auch wieder was Interessantes gemacht. Ich habe Erntewerkzeug hier nicht gebindet, also meine Pickaxe, sondern ich habe das Ganze hier unten bei Erntewerkzeug an ausgebindet. Das sorgt dafür, wenn ich zum Beispiel wen fighte, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich hier keine Shotgun habe. Aber wenn ich jetzt eine Shotgun hätte und mit der scopen würde, dann könnte ich V drücken, dann gehe ich auf die Pickaxe und V, dann gehe ich wieder auf die Shotgun. Das heißt aber, dass ich auf dem Bind immer bleiben kann und nicht immer mein Shotgun-Bind drücken muss. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt einen großen Vorteil gibt, nur dass ihr versteht, warum ich das hier nicht habe. Aber Pickaxe habe ich auf V. Dann habe ich hier die Waffenslots auf R, D, F, 2 und 1. Hier auf D funktioniert jetzt, weil ich natürlich mein Q jetzt als Rechtsgehen benutze. Aber wenn ihr das nicht habt, dann würde ich euch hier empfehlen, das auf Q zu machen. Das hatte ich vorher so. Und ja, dann geht ihr weiter zum Bauen. Hier ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr Optimal Binds habt. Das heißt, beim Bauen ist es wichtig, dass ihr euch in alle Richtungen bewegen könnt, während ihr alle Sachen baut. Das machen auch die Pros so. Beim Bauen Ducken könnt ihr wieder auf eure Duckentaste einfach machen. Dann habe ich die Wand auf der Maus-Daumentaste 2, das ist die obere Taste. Boden habe ich auf C. Treppe habe ich auf der unteren Maustaste. Und Dach habe ich auf linke Steuerung. Hier ist es wichtig, dass ihr C auf jeden Fall mit dem Daumen drückt. Aber wählt die Binds einfach so, dass ihr euch in alle Richtungen bewegen könnt, während ihr baut. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel C, X, V oder so weitermachen. Und beim Dach könnt ihr auch Shift, Control oder Caps machen. Macht es einfach so, dass ihr euch in alle Richtungen bewegen könnt. Das ist sehr wichtig. Und dann gehen wir auch schon weiter. Dann Falle ist erstmal egal, weil wir in der Season keine Fallen haben. Dann macht ihr noch Gebäude drehen auf irgendwas, was ihr noch übrig habt. So, und jetzt kommen wir zum Edit Bind. Hier habe ich E. Ihr könnt ja auch F oder R nehmen. Das sind alle ganz gute Optionen. Ich finde E dabei am besten. Und dann wollt ihr natürlich noch Scroll Wheel Reset haben. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Als Scroll Wheel Reset werden wohl die meisten von euch schon kennen. Das ist einfach, dass ihr zum Zurücksetzen euer Mausrad drehen müsst. Und dann könnt ihr eben sehr schnell Sachen zurücksetzen, ohne dass ihr jedes einzeln zurücksetzen müsst. Deswegen macht ihr hier in den Settings das folgendermaßen. Ihr macht neben euren Editierbind hier beim zweiten Ding, macht ihr noch das, worauf ihr Scroll Wheel Reset haben wollt, also bei mir Mausrad runter. Und dann bei Bauänderung zurücksetzen, macht ihr hier auch Mausrad runter an. Ich würde euch auch empfehlen, hier noch rechte Maustaste dazu zu machen. Und dann habt ihr eben die Wahl, ihr könnt entweder etwas so resetten mit Scroll Wheel oder ihr könnt es auch manuell mit Rechtsklick zurücksetzen, was in manchen Situationen gut sein kann. Also dann habt ihr die Option, beides zu machen. Auf jeden Fall solltet ihr Mauswheel Reset benutzen. Und ich glaube, das war es auch schon mit den wichtigen Settings. Ich werde jetzt hier noch durch den Rest durchgehen, dass ihr alles sehen könnt, falls ihr das übernehmen wollt. Aber das sind auf jeden Fall die wichtigsten Settings. Dann gibt es noch eine Sache, zum Beispiel hier Schnellleiste wechseln. Hier empfehle ich euch einfach irgendein Bein zu benutzen. Ich habe hier Hashtag genommen, das ist ganz egal. Nur wenn ihr das anhabt, dann kommt es seltener vor, dass ihr den Edit-Bug bekommt, als dass ihr in einem Edit-Stuck seid. Ich weiß nicht genau den Grund dafür, aber es ist auf jeden Fall so, dass euch das hilft. Also nehmt ihr einfach irgendein Bind, macht das auf Schnellleiste wechseln und dann habt ihr das Problem nicht mehr so oft. So, und das sind meine Keybind-Einstellungen. Also auf jeden Fall merkt euch dabei, ihr könnt hier Q reinmachen, aber das ist nicht so wichtig, das nur, wenn ihr das Spiel wirklich richtig viel grindet. Da gibt es auch noch andere Leute, die dazu Videos gemacht haben. Ich kann euch meins in der Videobeschreibung verlinken. Das hilft euch auf jeden Fall, das Ganze zu verstehen. Aber das müsst ihr nicht machen. Dann merkt euch auf jeden Fall, dass die Waffenslots gut erreichbar sein sollten, also dass ihr nah an euren Movement-Settings dran seid, dass ihr schnell darauf wechseln könnt. Und dann ist es auch gut, wenn ihr euren zweiten Slot, also euren Slot für die Shotgun, so bindet, dass ihr den benutzen könnt, wenn er voll läuft. Also da ich jetzt auf Q laufe, kann ich alle Movement-Settings drücken und dann auf Shotgun wechseln, während ich in alle Richtungen gehe. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dass ihr sonst aber Binds benutzt, an die ihr gut rankommen könnt. Und dann merkt ihr euch beim Bauen, dass ihr Settings machen solltet, die ihr auch benutzen könnt, wenn ihr in alle Richtungen euch bewegt. Also übernehmt die Settings so wie ich oder macht sie ein bisschen anders, aber es sollte so sein, dass sie schon optimal sind. Also ihr könnt euch hier auch an irgendwelchen Pros orientieren, aber achtet da auf jeden Fall drauf. Und das war's dann mit den Keybind-Settings. Dann gibt es jetzt hier noch diese Kontoeinstellungen, die sind eigentlich nicht so wichtig. Ja, die Settings hier sind eigentlich recht egal, hier könnt ihr noch Anonym-Modus ein- oder ausstellen, aber das ist nicht so wichtig. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig mit den Settings. Dann würde ich noch kurz sagen, diese Settings, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind keine Empfehlung, wie jeder spielen sollte, weil Settings für viele natürlich individuell sind. Was ich euch sagen kann, ist, dass ihr die Grafik-Settings übernehmen solltet und bei der Empfindlichkeit ungefähr in der Range sein solltet, die ich euch gesagt habe. Aber falls ihr mit irgendwas, zum Beispiel bei den Keybinds, extrem Probleme habt,
dann macht die Settings, die ihr selber am besten haltet. Ich spiele zum Beispiel eine sehr, sehr low Sense, also viele spielen eine höhere Sense und ich bin trotzdem zufrieden damit. Also solltet ihr euch ungefähr daran halten, was ich euch gesagt habe, auch bei den Keybinds. Aber ihr könnt auch bei euren Settings etwas abweichen, zum Beispiel wenn ihr extrem High Sense spielen wollt oder so. Macht immer das, worauf ihr Lust habt und was euch am besten passt. Und achtet ein bisschen darauf, was ich euch gesagt habe. Also meine Settings sind jetzt keine Empfehlung, wie ihr es genau haben solltet, sondern nur so eine ungefähre Richtlinie, an die ihr euch halten solltet. Und ja,